Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Tabakpfeifen-Video. Nee, Freunde, willkommen bei einem neuen Direktvergleichstest-Video. Und zwar dieses, was ich schon so lange habe angekündigt. Ja, es kommt tatsächlich ein bisschen verspätet. Ja, lag wie gesagt nicht an mir, sondern an meiner Bezugsquelle aus dem Rösler. Ich habe euch die Thematik schon erzählt. Naja, ihr seht es ja hier schon auf dem Gabentisch stehen. Heute geht es um die Erstplatzierungen vom Hefeweißbier-Speziallisten-Video, was wir gemacht haben. Nämlich einmal unseren Platz 1, und zwar Weißbräu-Köstlan, ne, die Urweiße. Und einmal Platz Nummer 2, das Unertel-Weißbier-Original. Das war Platz 2 gewesen. Das heißt also, wir haben es hier mit zwei extrem hochwertigen, qualitativ hochwertigen und extrem leckeren Weißbieren zu tun, die ich richtig abfeiere, die ich richtig mag. Beide kommen aus Bayern und ja, wir haben schon damals, wo wir das Video gemacht hatten, gesagt, Mensch, da müssen wir jetzt unbedingt mal einen Direktvergleichstest machen. Genauso wie wir es bei den Pilzbieren gemacht haben. Ihr erinnert euch vielleicht noch, auch da habe ich die zwei Erstplatzierungen, den Platz 1, das Dachsen-Franz-Waldpilz aus Baden-Württemberg, und aber auch das Diplompilz aus dem Hause Waldhaus, der Waldhausbrauerei, ebenfalls aus Baden-Württemberg. Nun haben wir hier zwei Weißbiere aus Bayern und jetzt können wir gespannt sein, was die können. Wir werden natürlich wie immer in diesen Bewertungskriterien vorgehen. Wir schauen uns die Flasche an. Klar, das hängt auch ein bisschen, Auge trinkt auch mit. Wir werden natürlich die Optik, die Ästhetik bewerten, den Geruch und letztendlich auch den Geschmack. Wobei, wie gesagt, beim Geschmack, da ist immer so ein bisschen auch ja, Subjektivität drin, wie es mir persönlich schmeckt. Ihr wisst selber, das müssen wir vorweg sagen, worauf lege ich Wert, warum sind auch gerade diese beiden Weißbiere bei mir so hoch in der Platzierung gelandet. Ganz klar, bei mir ist es tatsächlich diese, ich sag jetzt mal so dieses Exklusive, was sich so von der Masse ein bisschen abhebt, was so wirklich richtig lecker ist. Und vor allen Dingen auch wegen der Hefe. Ihr wisst Bescheid, da konnte ja besonders hier, sage ich mal, das Weißbräu-Köstlaner, wie gesagt, hier punkten, eine leckere Hefe da drin. Gut, Freunde, wir haben die gleichen Voraussetzungen. Das Einzige, was sich so ein bisschen unterscheidet, ist hier die Flaschenform und auch das Glas. Natürlich werde ich jetzt hier das Unertel-Glas, das neue, benutzen. Ja, das wird der Sache gerecht. Und wir werden das auch mit dem Unertel-Flaschenöffner aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier auch großer Brauerei einen eigenen Flaschenöffner haben. Keine Ahnung. Gut, ansonsten nehmen wir halt unser Standard-Weißbierglas. Genau, wir werden aber versuchen, was heißt versuchen, wir werden weitgehend, so wie es mir möglich ist, hier die gleichen Voraussetzungen schaffen. Ich habe meinen Mund vorher selbstverständlich neutralisiert. Ich habe richtig Bierdurst und ich würde sagen, starten wir jetzt einfach mal den Direktvergleichstest. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. So, was machen wir denn? Schauen wir uns als erstes mal die Flaschen an. Was haben wir denn hier? Haben wir eine NRW-Flasche? Ja, Unertel Weißbier Original. Wie gesagt, ich habe es schon damals gesagt, ich finde dieses Etikett irgendwie cool, weil es wirkt so ein bisschen modern, aber eben auch so ein bisschen altbacken. Ich finde so diese Kombination, die passt einfach recht gut. Und auch hier so schön so dieses, ja, dieses Getreidefeld, so, das sieht schon irgendwie toll aus. Auch diese Kombination mit diesem Blau, was so blau umrahmt ist, finde ich, macht schon was her, finde ich richtig cool. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, sind hier so diese NRW-Flaschen, aber gut, es ist nun mal halt dieser Produktionsstandard, diese Uninorm, wenn wir so wollen, und deswegen sollte da schon soweit okay sein. Ja, ansonsten zu den Einzelheiten haben wir eigentlich alles soweit ja schon in dem Bewertungsvideo gesagt, da kann man jetzt auch gar nicht so viel drüber mehr erzählen. 4,9% Umdrehungen, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, ansonsten haben wir es ja natürlich mit einem Bier mit dem deutschen Reinheitsgebot zu tun, versteht sich aber, denke ich, von selbst. Wer es noch nicht gesehen hat, das Einzeltasting unbedingt anschauen und natürlich auch die Top 10 Liste. Kurzum, ja, Flaschendesign gefällt mir, Etikett gefällt mir, ist cool. Ist zumindest ein Eyecatcher, fällt im Regal auf. Neulich beim Rösler ist es auch mir wieder ins Auge gestochen. Das hat schon so ein Eyecatcher. Also von dem Marketing her, also die Idee, das so vom Design zu bedrucken, ist auf jeden Fall gelungen. So, machen wir hier weiter. Weißbräu-Köstlan. Ja, da habe ich mich auch schon zu geäußert. Das ist auch ein bisschen exklusiver, ne? Bügelverschlussflasche, das ist natürlich noch ein bisschen uriger. Das ist natürlich noch so ein bisschen so, okay, das sieht noch ein bisschen mehr aus wie so eine Spezialität. Warum? Ganz klar, Bügelverschlussflasche, Flaschenform,
hier oben, ne, so ein bisschen anders, schon so vom Design aufgebaut. Dann der Keiler da so drauf, das ist eher schon so wirklich Kleinbrauerei, richtig regional, so richtig so, ne. Das ist noch so ein bisschen uriger, finde ich, also so ein bisschen spezieller. Deswegen vom Design, wenn jetzt beide so nebeneinander stehen, beide finde ich gut, aber finde ich tatsächlich das ein bisschen spezieller. Wenn ich im Laden stehen würde, würde ich denken so, wow, das ist bestimmt teurer. Das muss bestimmt besser sein. Das ist also diese menschliche Psychologie, die da auch so eine Rolle spielt. Das heißt also daher würde ich sagen, punktet von der Flaschenform und von der Aufmachung tatsächlich hier dieses Weißbräu-Köstlern urweiße Bier. Übrigens mit 5% Umdrehungen, das sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, aber ist auch eine Urweise. So, dann würde ich mal sagen, beginnen wir auch einfach mal mit der und ich werde die jetzt hier mal öffnen und einschenken. Ploppen lassen tun wir nicht, beide kommen wie gesagt aus dem Kühlschrank heraus. Entspannungsverdampfung, jetzt müssen wir uns beeilen. Ja, guck, da kommt so rausgeströmt, ist ordentlich, war genauso wie damals gewesen und als wir es zuletzt probiert haben. Lassen wir mal laufen, wir haben Bierdurst, Freunde. Wie gesagt, ich empfehle euch, auch die Einzeltastings euch reinzuziehen. Ja, klar, da haben wir auch schon ein paar 2018 was, glaube ich, gewesen, getestet gehabt. Deswegen, da ist die Qualität nicht so wie jetzt aktuell, aber es geht ja auch um den Inhalt und nicht zwangsläufig um die Videoqualität, die jetzt natürlich besser ist als damals, ne, wo wir das aufgenommen haben. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Schütteln noch mal kurz noch mal die Hefe raus und gießen das Ganze hier schön brav auf. So, ruhig auch ein bisschen ruppiger. Ich habe jetzt bewusst übrigens die Blume nicht allzu groß werden lassen, weil ich wollte das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ein gutes Bier braucht natürlich beim Einschauen Zeit, das wissen wir, aber auf dem Kanal hier wisst ihr selber, wie ich es immer mache. Flaschenhals rein ins Glas, nicht ganz so ein hohes Blümchen. Macht aber nichts, wir gucken trotzdem mal kurz nach. Ja, 1 bis 2 Finger kriegen wir da auf jeden Fall raus. Bei einem normalen Einschank unter normalen Voraussetzungen gehe ich sogar so weit wie damals, dass wir da was rausbekommen. So, jetzt nehmen wir uns mal das Unertel hier mal schnell, dass wir hier nicht zu lange quatschen. Dass wir auch wirklich die, ja, öffnen lässt sich es auch leicht. Entspannungsverdampfung kommt raus, sieht gut aus. Ich würde sagen, ist etwa gleich. Und auch hier beeilen wir uns, lassen wir laufen. Und dass ihr es seht, ja, hier schaut, ja, ich lasse da nicht zu schnell reinlaufen. Hier haben wir schon ein bisschen mehr Schaum, okay? Ordentlich mehr Schaum. Scheiße, jetzt müssen wir ein bisschen warten. So. Da war ich wohl ein bisschen zu übervorsichtig gewesen, was? Aber na gut, kriegen wir auf jeden Fall hin. Und von der Farbe her, ja, da sehen wir es auch schon, das ist schon ein bisschen was Dunkleres. Ist okay aber erstmal. Da sehen wir schon mal einen deutlichen Unterschied. Was haben wir denn da? Ist auf jeden Fall zweimal ein Bier, ne? Gibt sich auf jeden Fall erstmal als Bier zu erkennen, finde ich schon mal gut. So, jetzt schenke ich hier nochmal kurz, da ist noch ein ganz, ganz kleines bisschen drin, das schenke ich da nochmal kurz rein. Nichts verschwenden hier, ein paar Tröppelchen, dann können wir das schon mal zumachen. So, gut, Freunde. Hier schenke ich nochmal kurz auf. Ja, das ist hier wirklich von der Blume her, ist glaube ich ganz klar, welches hier schon mal die Nase vorn hat. Das ist jetzt erstmal sehr interessant, Freunde, muss ich sagen. Das ist sehr interessant. Fangen wir mal an. Wir haben es hier wirklich mit zwei völlig unterschiedlichen Farben zu tun, was sofort auffällt. Und was wir hier auch zu tun haben, wir haben es mit zwei völlig unterschiedlichen Blumen zu tun. Das finde ich schon mal richtig interessant. Und Freunde, das habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt so gedacht, so na, die werden, was das angeht, gleich auf sein. Weil ihr habt ja gesehen, ich habe den Flaschenhals definitiv ins Glas reingehalten. Dennoch hat sich beim Unertel die Konzentration der Blume wesentlich kräftiger, voluminöser entwickelt, als jetzt hier bei der Urweiße. Und ja, und von der Farbe her sehen wir auch schon, was da der große Unterschied ist. Ganz klar, die Urweiße ist hier in diesem Fall ein bisschen heller, als jetzt hier das Unertel. Was kann man noch sagen? Was mir auch sofort einfällt, oder was ich auch hier so sehe, ist die Saftigkeit übrigens, die bei beiden gleich auf ist. Das heißt, diesen Spiraleneffekt, den haben wir tatsächlich bei beiden schon. Den sehe ich hier auf Anhieb. Bei der Urweiße sehe ich es ein bisschen doller als beim Unertel. Und auch das werden wir uns jetzt mal genauer gleich anschauen. Bevor wir aber hier irgendwas machen, werde ich mal ganz kurz die Temperatur messen. Weil ich hier natürlich auch gleiche Voraussetzungen haben will. Wir müssen eh noch warten, bis das Blümchen da ein bisschen einsickert. So, okay, ich denke, ist eine ideale Trinktemperatur bei so 11,5. Dürften wir am... Oh, Schutt. Moment, Freunde. Kurz mal klären. Na gut, 12,2.
Das liegt aber daran, dass da noch mehr Schaum ist und da auch die Softbox. Also deswegen. Gut, also ungefähr mit 12 Grad Trinktemperatur zwischen 10 und 12 Grad bei einem Weißbier sollte, glaube ich, soweit in Ordnung sein. So, ich schenke hier nochmal kurz eben nach und dann wollen wir uns das nochmal ein bisschen genauer betrachten. Also, wow. Fangen wir mal an hier. Also, nehme ich mir mal als erstes die Urweiße vor. Ich halte sie mal direkt gegens Licht. Also, wir haben es hier mit einem extrem saftigen Bier zu tun. Da hat sich seit dem Einzeltasting nichts verändert. Das Ganze sieht saftig aus. Alles andere als wässrig. Es hat so eine richtig schöne, cremig, honigfarbene, ja, ich sag jetzt mal Farbtextur, die hier wirklich so richtig so, ich will schon fast sagen, sirupartig aussieht. Ich sage ja dazu auch immer ganz gerne so ein bisschen so, das sieht so aus so wie so Multivitaminsaft mit Bier drin. Ja, also von der Farbe, dass ihr mal so eine Vorstellung habt. Ja, also durchaus deutlich ins orange-cremig-farbene rein. Wir sehen einen Spiraleneffekt von der Hefe, den ich auch damals schon spektakulär fand, der sie richtig schön sich so runterzieht. Und da sehe ich auch schon, da punktet auf jeden Fall die Urweise, weil das ist wirklich immer wieder ein Traum zu betrachten und keine Schwebeteilchen drin. Die Hefe hat sich richtig schön abgesetzt, so richtig schön kräftige Farbe. Und hier, wo das Glas sich so verjüngt, da sehen wir auch die Karbonisierung, die so richtig schön nach oben perlt, wie gesagt. Ja, so richtig schön stabil, gleichmäßig. Also wenn der Wirt einen das so hinstellt, da sage ich auf jeden Fall, ja geil, komm, ey, das ist lecker, ey, lass stehen, zapp schon mal das nächste. Das sieht wirklich wieder sensationell aus. Zu den Blümchen allerdings, ja, da muss ich jetzt sagen, ist es nicht so voluminös wie bei dem Unerte. Allerdings keine Risse oder keine Löcher oder Inselchen drauf. Also es hat sich tatsächlich, wir quatschen schon eine ganze Weile, hier der Blumenteppich gehalten. So, jetzt nehmen wir uns mal das Unerte vor. So, auch hier, was haben wir da? Da haben wir ordentlich Karbonisierung, sehe ich schon. Von der Farbe her dunkler, wie kommt es? Ganz einfach sind dunklere Malzsorten verwendet worden, deswegen wirkt das Ganze hier auch ein bisschen dunkler. Karbonisierung hier wesentlich spritziger, das Ganze perlt kräftiger ab, ordentlich ab, also richtig stabil. Das können wir hier auch, glaube ich, festhalten. Und ja, von der Tiefe auf jeden Fall auch saftig, Freunde. Ja, obwohl die Hefe noch nicht komplett dort rausgerührt worden ist, ist hier eine gewisse Saftigkeit da. Und von der Blume, Leute, das ist eine Handvoll. Also, das ist wirklich Wahnsinn, was wir hier haben. Ja, das ist wirklich, da muss ich wirklich sagen, top. So, jetzt schenke ich da noch mal kurz den Rest nach, dass wir da auch wirklich die ganzen leckeren Sachen drin haben, bevor wir uns mal unseren Riechkolben da mal so rüberhalten. Auch hier schwenke ich natürlich alles raus. So, und dann möchte ich ganz gerne auch schon meine erste Bewertung tatsächlich ja mal aussprechen. Und ich glaube, ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wo meine Bewertung auch sitzen tut. Und zwar für mich persönlich muss ich sagen, hat das Unerte hier die Nase jetzt vorne in der Optik und in der Ästhetik, weil ich finde es einfach ansprechender. Dafür, dass es aus einer Flasche kommt, so eine Blume da ins Glas zu zaubern, das ist wirklich schon ordentlich. Und ihr wisst, ich mag immer diese voluminösen Blumen. Finde ich gut. Ich hatte es eigentlich auch bei der Urweiße so in Erinnerung, dass die eigentlich auch ein bisschen voluminöser tatsächlich daherkam. Das war zuletzt auch bei dem Keiler gewesen, was wir hatten. Dennoch aber finde ich es schöner. Was ich nicht ganz so dolle finde beim Unerte, ist jetzt die Farbe. Das sieht schon wirklich ziemlich dunkel aus, ne? Wenn man das jetzt mal so im Verhältnis, sage ich jetzt mal, zu diesem hier so sieht. Mag man mögen, mag man nicht, ist eine subjektive Geschichte. Was ich hier bewerten kann und möchte jetzt in diesem Direktvergleich, sind hier ganz klar eine Krone-Bewertung rauszugeben. Das heißt, das sind 6 von 5/6 möglichen Punkten und somit die Höchstwertung, die es überhaupt gibt. Weil ich glaube, sind wir mal alle ehrlich, wenn man so ein Bier serviert bekommt, das würden wir auf jeden Fall annehmen. Wie bewerten wir denn hier die Optik und die Ästhetik? So wie es ja steht, muss ich sagen, auch hier würde ich das Bier ganz klar, wenn der Wirt einen dazu hinstellt, annehmen. Begründung ist hier ganz klar, ihr könnt ja mal kurz selber schauen. Da, ich hoffe, man erkennt es ein bisschen, der Blumenteppich, der bleibt einfach schön linear. Da sind keine Risse drin, keine Löcher drin sind, dass es irgendwie schal aussieht oder so.
sondern das sieht auch noch richtig frisch aus. Nur halt von der Voluminosität, also dass es halt wirklich sich so aufplustert, das haben wir hier halt nicht. Deswegen möchte ich hier ganz gerne für die Optik, für die Ästhetik einen Punkt Abzug geben. Folglich komme ich hier auf 5 von 5 / 6 möglichen Punkten und damit sind wir auch schon recht hoch, wo wir da angesetzt haben. So, nächstes Kriterium. Jetzt werden wir mal anschnuppern. Oh mein Gott, ist das lecker. Oh, ich rieche schon wieder raus, Freunde, und ich schmelze schon wieder dahin. Das ist schon wieder diese Hefe hier, ne? Süßliches Getreide und so eine richtig schön extrem duftende Hefe und noch eine Fruchtigkeit Banane, Leute. Das ist wieder so. Das ist wieder so ein Bier, da möchtest du am liebsten Zeit die ganze Zeit deinen Rüssel da drüber halten und... Ein Traum, Leute, ein Traum. Also da brauche ich, komm, da brauche ich gar nicht mehr riechen, Leute. Das ist, weiß ich sofort, was mein Geschmack ist. 6 von 5/6 möglichen Punkten im Geruch. Absolut, das Bouquet ist einfach ein Traum, Leute. Das habe ich damals auch schon gesagt, dass ich mag das. Dieser Mandel, so dieses getrocknete Getreide, ich mag das einfach. Diese Lieblichkeit, ja, die da auch so, oh, ich liebe das. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, hier auch, Freunde. Hier auch. Och, das sind so diese, das sind diese Biere, die ich so mag, ne? Ja, da brauchen wir gar nicht lange drüber rumzudiskutieren. Auch das Unertel, Krone-Bewertung. 6 von 5/6 möglichen Punkten für das Bouquet, wie es duften tut. Ich mag's einfach. Ich mag dieses Bananige, ich mag das Getreidefeld, ich mag diese extreme Hefe, die man herausriechen kann. Ich finde, das macht mir richtig Appetit. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, so, ich schenke noch mal kurz den letzten Rest hier noch mit rein. So, perfekt, dann haben wir das auch erledigt. Also das hält sich ja wirklich irre hier. Das ist ja phänomenal, Leute. Das ist ja Wahnsinn. So, und es geht los, Freunde. Jetzt kommt der Geschmackstest. Ich freue mich, ich freue mich. So, dann wollen wir mal. Ihr Lieben, ich habe Bierdurst. Ich hoffe, ihr auch und ihr seid gespannt. Jetzt kommt der Antrunk, Freunde. In dem Sinne, auf euch, zum Wohl, Stößchen auf das Bier. Ein Traum. Wow. Ja, Freunde, da hat sich nichts verändert in meinem Erinnerungsvermögen. Es ist ein Traum, Leute. Das ist ein leckeres Bier. Das ist einfach geil. Ey. Das macht Bock. Das ist sofort so... Es ist sofort da. Es ist sofort da. Du merkst einfach, mein Gott, was steckt da für eine Qualität drin, ja? Das ist mit diesen Fernsehbiere ja nicht zu vergleichen. Das ist einfach ein Traum. Das ist Handwerk, das ist Seele, da ist Charakter drin. Da reicht ein Schluck aus, um das zu bemerken. So, ausspülen meinen Mund tue ich selbstverständlich nicht. Warum nicht? Ganz einfach, weil wir uns hier von dem Bierstil selbst in einer Kategorie bewegen. Deswegen muss man den Mund nicht vorher mit Wasser neutralisieren. Das ist sogar ein Fehler, weil wir wollen ja die Unterschiedlichkeit herausschmecken. So, auf ein neues, Freunde. Ich freue mich. Das ist toll hier, die Aufgabe, so direkt Biervergleichstest mit den Besten der Besten, das macht einfach Spaß. Ihr Lieben, zum Wohl, auf ein neues, ja, Stößchen auf das Bier. Oh mein Gott, das ist ja auch so lecker. Scheiße. Das macht Spaß, Leute, das macht richtig Spaß. Antrunktechnisch sind beide gleich auf. Ich kann nicht sagen, das eine, das ist besser, das andere ist schlechter oder so. Das geht einfach nicht. Was den Antrunk betrifft, das heißt der Moment, wo das Bier in den Mundraum reinfließt, dieses Gefühl, was man verspürt, wirkt es jetzt eher interessant oder eher langweilig, eher erfrischend oder so, ja? Oder was kann man da herauslesen? Es ist auf jeden Fall so, es ist komplett weich. Das heißt, wenn das Bier in den Mundraum reinfließt und kommt als erstes mit dem Mundraum in Kontakt, in Berührung, was merkt man? Wir haben es hier mit einem weichen Bier zu tun. Das richtig schön, angenehm, wohltuend auf der Zunge sitzt, an den Backen, Innenwänden. Da ist nichts, was beißt, zwickt, juckt, unangenehm rüberkommt. Das ist schon mal das Erste. Beide super temperiert,
beide absolut erfrischend. Wenn das im Mund reinkommt, du willst eigentlich nur noch schlucken. Ja, das ist so, wow, das ist lecker. Eine dementsprechende Dynamik steckt da natürlich auch drin. Das ist Süffigkeit, das trinkst du gerne. Stell dir vor, die Sonne ballert draußen im Hochsommer, sitzt im Biergarten. Genau das willst du doch haben nach einer schönen Radtour oder nach einer Partie Golf oder so. Also das ist schon ideal. Also das ist genau das, was ich auch von einem anständigen, ehrlichen Weißbier erwarte. Das wird hier in beiden Fällen absolut gerecht. Das wird erfüllt, das ist gut. Wie sieht's aus mit dem Intensiven? Ist da irgendwie, was ich ja beim Erdinger so kritisiert habe. Das finden wir hier auf jeden Fall. Das heißt, diese Saftigkeit, diese durchaus selbstbewusste Wuchtigkeit, die ich auch erwarte bei so einem Bierstil, ist hier vorhanden. Das heißt, das ist klar, unfiltrierte Biere, die sind immer ein bisschen wuchtiger, die haben immer noch ein bisschen mehr Aromen drin, ein paar schöne Spitzen. Und beide Kandidaten sind selbstbewusst genug, um genau diese Spitzen auch schon beim Antrunk nach vorne zu bringen. Ein kleinen Unterschied mag ich hier herausschmecken beim Antrunk. Ich will mich nicht festlegen, aber eines möchte ich herausfinden, und zwar, wo sich beide unterscheiden, was aber auch, denke ich, normal ist. Ich bin kein Brauer, ich kenne mich damit nicht aus. Wenn ich etwas völlig Falsches sage, dann verzeiht mir, wie gesagt, das ist so eine Wahrnehmung als Tester, ne? Für mich schmeckt das Unertel ein bisschen nussiger im Antrunk. Es ist ein bisschen spritziger, es ist ein bisschen nussiger, legt nicht ganz so viel Wert auf die Lieblichkeit. Hier beim Weißbräu Kösslaner, diese Urweiße, da hingegen kommt dieses liebliche, leicht süße vom Getreide her, was hier ganz klar vom Weizenmalz her kommt, kommt mehr zum Vorschein, bildet dadurch eine kleine Spitze. Und wirkt dadurch vielleicht nicht ganz so säuerlich. Ja, also das heißt, so diese saueren Nuancen, die kommen erst später. Das heißt, es bleibt hier so ein bisschen im vordergründigen Bereich, auf der vorderen Zungenspitze, ja, da wo diese süßen, sage ich mal, Geschmacksknospen sitzen. Finde ich gut. Ich denke mal, das ist eine subjektive Geschichte. Der eine, der mag es vielleicht ein bisschen eher so ins Säuerliche rein, ins Nussige, Säuerliche. Der andere vielleicht eher so in dieses liebliche Getreidige mit rein. Ja, also wenn wir jetzt so einen Vergleich machen würden, mir fällt jetzt aus dem Discounter, aus der Kategorie Discounter-Biere zum Beispiel das Patronus ein, das alkoholfreie Weißbier. Wenn wir das zum Beispiel jetzt mal mit einem Oettinger vergleichen würden, dann ist ja da gar, das ist also ein himmelweiter Unterschied, ne? Und diesen Unterschied, der ist hier nicht gegeben, weil beide eben gleich auf stark sind, von der Qualität auch verdammt stark sind. Deswegen antrunktechnisch sind meines Erachtens beide identisch, sie weisen die gleichen Attribute auf, was ich verdammt gut finde, und da ist alles richtig gemacht. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, machen wir mal wieder Biologie hier. Was? Ich habe schon wieder Bierdurst, ich quatsch immer so viel. So, jetzt nehmen wir mal einen größeren Schluck hier, Bock drauf. Hat einen verdammt guten Zug drauf. Zugverhalten, sensationell. Behält auch diese Geschmacksintensivität, die ist definitiv da, die ist gewährleistet. Das heißt, selbst wenn du nur ein bisschen ruppiger mit dem Bier umgehst, nicht ganz so lange im Mundraum behältst, ja, und nicht ganz so viel Temperatur anziehen lässt, was immer eigentlich positive Auswirkungen hat, weil dadurch die feineren Nuancen, die noch ein bisschen nach vorne treten, muss ich sagen, ist es tatsächlich so kräftig genug, dass selbst wenn du schnell einen Schluck nimmst, so wie ich gebe, so zwei, drei hintereinander, dass da trotzdem noch ein schöner Nachhalleffekt da ist. Du merkst halt so im Abtrunk halt hinten noch, wow, da kommt noch ein bisschen was nach vorne. Was ist hier ganz klar? Das ist hier diese Hefehalle, ne? Also sehr charakterstark im Körper selbst, finde ich gut. So, jetzt gehen wir mal zum Unertel wieder rüber, mal gucken. Es ist nussiger. Interessant, ich finde das verdammt interessant. Im Direktvergleich ist das hier viel nussiger. Warum ist denn das so nussig? Hatten wir das im Einzeltasting auch so gehabt, dass das so nussig war? Kann ich gar nicht so in Erinnerung. Hefe kommt nicht ganz so deutlich durch. Also jetzt im Direktvergleich ist ganz klar, die Urweiße hat mehr Hefe. Das ist so diese, wo es, denke ich, auch punkten wird. Auch hier der Nachhall wird gewährleistet, ebenfalls intensiv, ist vorhanden und auch im Abgang hinten, du merkst halt, ja, da ist noch was. Ich möchte mich auch tatsächlich gleich festlegen, Leute, und da kommen wir gleich schon zu der Textur selbst.
Mal kurz warten ein bisschen. Ich habe da auch noch was, was ich auf jeden Fall nennen will. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich muss noch mal ganz kurz Nachdruck nehmen. Bin ich mir sicher. Bin ich mir sehr sicher sogar. Schreibe ich es mir auf oder? Nee, ich merke mir es. Erinnert mich mal dran. So. Ja. Ja. Gut, Freunde, kommen wir in den nächsten Bereich rein. Schauen wir uns mal die Textur an. Was ist los? Meines Erachtens, und ich habe gerade eben noch mal zweimal Nachtrunk genommen, um wirklich sicher zu sein. Es ist auch gut, weil hier ist es so wirklich, wo sich die zwei Biere unterscheiden. Fassen wir noch mal zusammen. Qualität auf höchstem Niveau ist das Beste meines Erachtens, was es in Deutschland an Qualität gibt. Wird schwierig zu toppen. Das heißt, hier ist die absolute First Class hier auf dem Tisch. Das ist einfach, das schmeckst du auch raus. Das sind tolle Rohstoffe, das ist eine Seele drin, da ist ein Charakter drin. Warum man sich drüber zu unterhalten, ist ein Faktum. Punkt. Können wir einfach so abhaken. Das ist einfach hochwertig, ja. Das kommt nicht ran mit Discounter, das geht nicht. Das ist eine ganz andere Kategorie, wo wir uns bewegen. Da ist erstmal Einigkeit. Ja, Optik, Ästhetik, gibt es auf jeden Fall Unterschiede, ist klar, das eine ist wesentlich dunkler als das andere, eine ist eine Urweiße, das andere ist eine Originalweiße, ja, da ist jetzt dieses Fachjargon, da müssen jetzt die Brauer unter sich einig werden. Ich bin kein Brauer, ich weiß es nicht, ich bin nur Tester. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so sein muss, ich glaube nicht, aber egal. Das eine ist halt ein bisschen dunkler, das andere ist halt heller. Ist halt Geschmackssache, wie man es halt mag. Ändert nichts an der Tatsache, dass die Saftigkeit bei beiden vorhanden ist. Die Hefespirale, wo ich immer sage, ist bei beiden vorhanden. Die Tiefe ist vorhanden. Karbonisierung ist vorhanden. Optik, Ästhetik, sieht alles geil aus. Bis auf hier, wie gesagt, dass die Blume vielleicht nicht ganz so voluminös ist. Aber das kann auch bei meiner Einschankkunst liegen, dass ich mich da heute dummerweise ein bisschen zu dämlich angestellt habe. Im Einzeltasting hatten wir ja auch eine größere Blume gehabt. Schaut euch das Video an. Das heißt also, auch hier ist alles soweit okay. Antrunk hatten wir gehabt. Antrunk, ja, merkt man eine kleine Unterschiedlichkeit. Hier ein bisschen lieblicher das Ganze, zieht sich schön nach hinten und die deutlichen Nuancen von Hefe merkt man auch tatsächlich. Fruchtigkeit auch. Hier hingegen ein bisschen nussiger, spritziger, dadurch ein paar auch säurere Nuancen, die schon nach vorne kommen. Völlig okay, absolut zum Charakter des Biers passend, zu diesem Bierstil. Also auch da ist alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Wo unterscheiden sie sich jetzt markant? Abgesehen von der Optik, Ästhetik und der Farbe. Achso, Geruch hatte ich vergessen, Verzeihung. Vom Bouquet her sind beide top. Da gibt es auch nichts zu kritisieren. Markante Unterscheidungen merkt man im Trinkverhalten selbst und zwar im Körper des Bieres, das heißt also in der Textur. Und da merken wir auch schon, wo der Fokus drauf liegt. Und der Fokus ist hier ganz klar. Hier ist es meines Erachtens unerreicht und zwar die Hefenuance. Ich weiß nicht, was für eine Hefe hier verwendet worden ist, aber die ist so geil und fein ausjustiert, möchte ich mal sagen. Die ist so fein ausbalanciert mit den restlichen Nuancen im Bier drin. Das heißt also, dieser Fruchtkörper, ich sagte schon, schöne, liebliche Banane, ohne aber zu experimentell zu wirken. Also es ist genau richtig ausbalanciert. Und diese Hefe ist es, glaube ich, was dieses Bier so besonders macht. Es schmeichelt einfach. Ich gehe fast so weit, ich würde von der Champagnerhefe sprechen wollen. Das ist wirklich so richtig so, wow, das ummantelt alles normal. Und es ist halt ein himmelgroßer Unterschied, ob du ein Supermarktbier holst oder so, ja, ein Discounterbier und sowas dann auf dem Tisch hast. Das ist einfach so hier diese Hefe, die ummantelt das. Und das ist dieses Besondere an diesem Bier. Das ist genau das, was ich auch damals, 2018 war es, glaube ich, ne? Oder was 2019, ich weiß es nicht, gesagt hatte, was sofort auffällt. Und das ist, wo es Punkten tut. Das ist wirklich so dieser Charakter, der Spaß macht. Ja, ich gehe so weit. Dieses Bier macht Spaß zu trinken. Wo hebt sich's ab im Verhältnis zum Unertel? Bei dem Unertel haben wir genau das Gleiche. Nur hier ist es nicht die Hefe, sondern hier ist es tatsächlich der Malzkörper, der punktet. Diese Fruchtigkeit mit der Banane, würde ich fast sagen, ist bei beiden gleich. Das ist so wirklich so dieses angenehme Gefühl der Fruchtigkeit, auch dieses Ausbalancierte in der Textur,
ist auch hier, nur es ist hier nicht die Hefe. Es ist hier der Malzkörper, der da eine Rolle spielt. Das ist mir jetzt erst aufgefallen im Direkt-Tasting. Dafür sind diese Direkt-Tastings da, dass man da wirklich nochmal die Creme de la Creme untereinander abgleicht. Es ist für mich natürlich jetzt umso schwieriger, das zu bewerten, weil ich mag beides. Dumm gelaufen. Da haben ja die beiden Brauereien nicht einfach gemacht hier. Naja, das ist halt so das glückliche Pech eines Biertesters. Naja, wie auch immer. Puh, Freunde, schwierig, schwierig, schwierig. Was ich übrigens noch sagen wollte, da möchte ich ganz gerne kurz noch mal einen Schluck nehmen. Das ist schwer. Was ich sagen wollte, und zwar, was man als Biertester tatsächlich auch sagen muss immer dazu, das ist diese Geschichte gastronomisches Angebot. Das heißt also, zu welchen Speisen würde jetzt das Bier am besten passen? Auch hier gibt es einen markanten Unterschied. Falls ich es damals im Einzeltasting falsch gesagt habe, dann möchte ich es jetzt korrigieren. Das Unörtel eignet sich meines Erachtens hervorragend für Fleischgerichte und Salate. Das ist so, wo ich sage, da kannst du punkten. Warum, kann ich ganz einfach beantworten. Es ist einfach so dieser ehrliche Malzkörper, der hier drin ist, der diese Nussigkeit mitbringt. Und diese Reduktion der Penetrantspitzen, so möchte ich es mal sagen. Weil es gibt ja so manche Brauereien, Biere, die zum Beispiel es ein bisschen übertreiben, ne, mit diesen Spitzen, wo ich immer sage. Und hier ist genau fein justiert, dass es nicht penetrant, also unangenehm wird. Und aus diesem Grund ist es natürlich ein besonders interessanter Kandidat, zum Beispiel für Fleischspeisen, ja, die ja zum Beispiel so Grillgut zum Beispiel. Hat ja auch immer ein Raucharoma, so ein Kotelett auf dem Grill oder eine Rostbratwurst, ne, schön mit Mostrig, so ein Senf da noch rüber. Das ist ja schon von den Speisen her sehr pikant. Und dieses Bier hier würde auf jeden Fall passen. Warum? Weil es halt auch einen starken Charakter hat. Ja, und deswegen passt es optimal, finde ich eigentlich super. Also deswegen meine Empfehlung ganz klar, hier Fleischgerichte, Salate, die durchaus ein bisschen kräftiger sein können. Gerne auch mit ein bisschen mehr Balsamico-Essig oder so, weil der auch ein bisschen Säure und Süße mitbringt. Unterstützt auf jeden Fall dieses Bier hier. Ja, das ist passend. Hier hingegen, Urweiße, würde ich jetzt sagen, sind es eher die leichteren Speisen. Also wenn ihr hier so ein schönes, so was gibt es da, so ein Carpaccio zum Beispiel. Also sowas, so ein Carpaccio mit Zitrone. Weil es eben nicht so sauer ist. Da passt natürlich als Kontrast, passt das wunderbar rein. Ein schönes Carpaccio mit Zitrone, schwarzem Pfeffer oben rüber, was ein bisschen Würze, noch ein bisschen pikant irgendwie, so was Pikantes mit sich bringt. Und dann dazu dieses Bier. Sensationell, Leute. Ja, und das ist auch sensationell. Das heißt, da unterscheiden sie sich tatsächlich auch in der Gastronomie, sprich also bei den Speisen, wo sie noch eine Unterschiedlichkeit haben. Wo ich es jetzt persönlich empfehlen würde. Natürlich auch wieder subjektiv, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Ist ja richtig. So, Freunde, jetzt kann ich mich nicht drum drücken. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine Bewertung rauskloppen. Nur bevor ich hier voreilig eine Bewertung rauskloppe, möchte ich auf jeden Fall noch trinken, weil ich habe noch viel zu wenig getrunken. Ja, das geht ja nicht. Oh, das ist alles so lecker, ey. Es ist diese... Pass auf, jetzt kommt genau entgegengesetzt. Schwer, ist wirklich schwer. Das ist sehr schwer, Freunde. Ja, wie willst du das bewerten? Objektiv, objektiv. Subjektiv habe ich mich schon entschieden, aber objektiv ist es schwer. Pass mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt mal Folgendes. Objektiv, das heißt also allgemein, alles zusammen. Aussehen, Geruch, Flaschendesign, wie es im Glas sich präsentiert, Antrunk, Körper, Abtrunk, alles was damit zusammenhängt, objektiv. Ganz klar sind beide gleich auf. Beide sind gleich auf. Es gibt nichts, da kann man nicht drüber diskutieren, das ist einfach hohe Qualität, hohes Niveau. 6 von 5
6 möglichen Punkte. Geht der Punkt an beide raus. Objektiv muss sich einfach auf dem Siegertreppchen Platz 1 muss sich einfach aufteilen. Beide stehen oben an höchster Position. Objektiv. Jetzt kommt's. Subjektiv. Das ist subjektiv. Wenn der Wirt eine Karte hinlegt, da stehen meinetwegen 5-6 Biere drauf und da sind meinetwegen 2 Biere, die ganz besonders zu empfehlen sind. Zum Beispiel nehmen wir mal an diese beiden hier. Und ich müsste mich mit meiner Freundin entscheiden. Meine Freundin würde ich gerne ein Bier empfehlen wollen und irgendwie, ich kenne so ein bisschen ihren Geschmack und ich weiß auch, was ich jetzt zu essen gleich werde, weil ich habe ja dann noch Essen bestellt im Wirtshaus und habe gute Stimmung, schöner Sommerabend, stellt euch mal diese Situation vor. Und ich müsste mich jetzt entscheiden, welches Bier ich trinke. Ja, jetzt sagen sie, der Biersüffler trinkt ja sowieso beide. Erst das eine, dann das andere. Ja, habt da recht, habt da mich erwischt. Ja, so bin ich wirklich am Wirtshaus. Weil bei einem Bier bleibt das nicht, ja. 5 Biere ist der Standard. Also aus dem Grund. Aber trotzdem. Und ich meine dieses Subjektive. Ihr wisst schon, was ich meine jetzt. Und ich müsste mich entscheiden. Werde ich euch auch sagen, wofür ich mich als erstes entscheiden würde. Ich würde mich tatsächlich, Trommelwirbel. Platz 1 entscheiden. Für die Urweise. Warum? Es ist wie gesagt subjektiv. Meines Erachtens ist die Urweise, die hier punkten kann, ich sag's bewusst subjektiv, weil ich glaube, weil ich diesen Hefegeschmack so unglaublich lecker finde. Ich mag einfach diese ehrliche Hefe, ich mag diese Abstimmung. Das trägt dazu bei, dass dieses Bier irgendwie eine Seele hat. Ich weiß nicht warum, ich kann das nicht erklären, weil wie gesagt, ich habe noch nie ein Bier gebraut in dem Sinne. Ja, so in diesem Stil, wie die Brauereien das da machen. Ich habe das auch nicht gelernt. Ja, ich weiß noch nicht mal, gut, ich krieg das zwar nur hin, so irgendwie alles da reinzuschmeißen in den Topf, aber genau diesen Charakter, diese Seele da reinzubekommen, das kriege ich garantiert nicht hin. Das ist eine ganz andere Domäne, da kenne ich mich nicht mit aus. Als Verbraucher allerdings, als Biertester, muss ich sagen, so vom Geschmack, also wir reden hier über Hedonismus. Ja? Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, der ist total eingebildet, was er da erzählt. Das heißt, ich versuche mich schon auf der Grundlage des Hedonismus irgendwie zu bewegen. Und da muss ich sagen, ist diese Feinabstimmung hier ein bisschen besser gelungen durch diesen Hefeanteil. Weil der zieht halt sich einfach bei einem Weißbier noch so rüber. Und wenn wir uns mal so mit so einem Bayer darüber unterhalten würden, dann würde der wahrscheinlich sagen, ja, das ist schon so die Hefe, ne? Die macht da schon so ein bisschen was mit dem Bier. Würden die Bayern sagen. Woher weiß ich denn das? Naja, weil ich mal in Bayern Urlaub gemacht habe und da habe ich auch noch über Bier unterhalten, ne? Und deswegen. Punktet auf jeden Fall die Urweise. Das Unertel hingegen hat diese Hefekomponente zwar auch drin, aber die ummantelt das nicht. Was ummantelt denn hier? Hier wird das Ganze übermantelt im Prinzip durch diesen Malzkörper, der hier drin ist. Der fehlt hier übrigens, dieser Malzkörper. Jetzt im Direktvergleich. Und ihr merkt es, wenn ihr beide Biere gegenüberstellt, dann werdet ihr diesen Unterschied merken. Hier ist der Malzkörper viel intensiver. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt hier das Weizen da raus schmecke. Das schmecke ich tatsächlich hier sogar eher raus, das Weizen. Aber das ist mir intensiver. Das ist irgendwie nussiger. Also hier schmeckt es mehr nach diesem nussigen Getreide. Hier schmeckt es eher nach lieblichem Getreide. Und ihr wisst ja, ich bin ja so ein Schnuckichen, ne? Und ich mag es ja eher so ein bisschen lieblich auch, ne? Und aus diesem Grund, ja, ich mag das Liebliche ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist der Punkt, ne? Glaube ich. Es ist die Nussigkeit. Es ist die Nussigkeit. Ich hätte es tatsächlich nicht geglaubt. Ja, eindeutig. Eindeutig, Freunde. Lege ich mich richtig fest. Das sind die zwei unterschiedlichen Merkmale zwischen diesen zwei Bieren. Zwischen Platz 1 und Platz 2. Subjektiv. Jo. Und auch im Nachhall, also wenn sich das Bier mit der Speichelproduktion wieder neu verbinden tut, dann merkt man es auch nochmal deutlich. Hier ist es die Hefe und dieses schöne Getreidige, ne, was dann so nach vorne kommt, dieses Liebliche, dieses Süße. Hier ist es das Nussige, dieses Malz, dieser ganze Malzkörper halt, ne? Der dann so mit dem Speichel zusammen nach vorne tritt. Ja, Freunde, haben wir es geschafft.
Ich überlege gerade, ob es fair ist. Ja, ist fair. Kann man machen. Objektiv, ganz klar, beides eine Krone-Bewertung. Beides 6 von 5, / 6 möglichen Punkten. Subjektiv würde ich dabei bleiben, Platz 1. Ganz dicht gefolgt Platz 2. Meines Erachtens, was ich hier auf dem Biersüffler getrunken habe, die zwei besten deutschen Weißbiere. Muss ich ganz klar sagen. Für euch ist dann halt nur interessant, was ihr mehr mögt. Mögt ihr das eher ein bisschen lieblicher mit einer fantastischen Hefe, die herausschmeckt? Oder eher ein bisschen nussiger mit einem ordentlichen Malzkörper, der herausschmeckt? Das ist so, ja, da wo ihr euch dann entscheiden müsst. Für mich habe ich meine Entscheidung getroffen. Ist absolut top. Beide würde ich empfehlen. Ich würde beide bewerben. Absolut. Und ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann. Sehr, sehr schwieriges Video, Leute, war das jetzt hier gewesen. Sehr schwieriges, deswegen geht das auch so lange. Ich glaube, ich habe ganz vergessen jetzt, wie gesagt, hier einen Break zu machen vorher, weil das einfach so wichtig mir auch wirklich war. Es war eine Herzensangelegenheit, diese zwei Biere, da ich eben auch Kontakt mit diesen Brauereien hatte, diese Biere jetzt hier vorzustellen und im Direktvergleich einfach mal gegenüberzusetzen. Mich würde mal interessieren, wie ihr das so seht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Habt mal Mut, diesen Direktvergleichstest zu machen. Mich würde das wirklich brennend interessieren, wie ihr so diese Unterschiede seht. Ob ich da halt jetzt als Biersüffler so, ja, wie sagt man, schon irgendwie so diesen Geschmack entwickelt habe. Also mehr Hefe, mehr Lieblichkeit, mehr Nussigkeit. Ne? So, das ist so, das würde mich mal so interessieren, weil das so diese groben Merkmale tatsächlich auch sind. Ja, ich glaube aber, das ist in Ordnung und so möchte ich es ganz gerne auch stehen lassen. Also ganz klar, Top-Biere. Von mir gibt es für beide eine absolute Empfehlung. Und so sage ich auch an beide Brauereien nochmal, ich hoffe, sie schauen hier zu. Dann sage ich nochmal ein fettes Herz an euch, beide geht raus. Ihr seid einfach ja die First Class, sage ich mal, in Deutschland mit Weißbieren. Bis jetzt ist mir noch kein anderes Weißbier hier entgegengehüpft, sage ich mal, was ähnliche hohe Qualität aufweisen tut. Deswegen, da könnt ihr hier hundertprozentig sicher sein, ihr habt den richtigen Weg gewählt. Hedonistisch gesehen, philosophisch hedonistisch. Also ihr habt wirklich einen verdammt guten Geschmack hierher gezaubert, eine Seele in das Bier reingebracht und schönen Dank dafür, dass ihr den Biertrinkern hier komplett sowas Schönes hier anbieten tut, dass die Verbraucher so eine große Freude daran haben können. Danke an beide Brauereien, habt ihr toll gemacht. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Biertest. Und ja, Freunde, jetzt wollen wir ein schönes Metal-Album reinziehen und werde dann diese beiden Biere hier ganz gemütlich für mich alleine austrinken. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Tschüssikowski!